Nun, zunächst einmal ist ja abzuwarten, wie die Untersuchungen der Ärzte in der Charité und die Diagnose der Ärzte in der Charité ausfällt. Es sind ausschließlich die Ärzte, die behandelnden Ärzte und die Familie des Patienten, die Auskunft über die Gesundheit und das, was da tatsächlich vorgefallen ist, geben können. Unsere Forderung bleibt bestehen, da ja ein sehr schwerwiegender Verdacht, nämlich der Verdacht eines Giftanschlags im Raum steht, dass das in voller Transparenz bis ins Letzte aufgeklärt werden muss. Aber jetzt wollen wir erst einmal abwarten, was die behandelnden Ärzte feststellen. Dazu eine Reihe an Wortmeldungen. Ich beginne hier vorne. Lothar Lenz, ARD Hörfunk. Eine Frage an Herrn Seibert bzw. auch an das BMI. Es war am Wochenende zu hören, dass Herr Nawalny und auch zu sehen, Herr Nawalny steht unter dem Schutz von Beamten des BKA. Es wurde verwiesen auf den Paragraphen 6 BKA-Gesetz, der es ermöglicht, ausländische Gäste, wie es dort heißt, unter einen besonderen persönlichen Schutz zu stellen. Was ist der Status von Herrn Nawalny? Ist er als Privatperson in der Bundesrepublik oder kann man ihn als Gast der Bundesregierung bezeichnen? Danke. Vielleicht erinnere ich noch einmal daran, was die Bundeskanzlerin Seite an Seite mit dem französischen Staatspräsidenten bei der Pressekonferenz in Brégançon gesagt hat. Da hat sie nämlich gesagt, wenn das gewünscht wird, gilt das, was auch für Frankreich gilt. Zuvor war ja der französische Präsident am Mikrofon gewesen. Das gilt auch für Deutschland, dass wir ihm, Herrn Nawalny, natürlich auch in deutschen Krankenhäusern alle gesundheitliche Hilfe zuteilwerden lassen. Das muss aber natürlich auch gewünscht werden. Über diese Erklärung von Brégançon hinaus gibt es keine förmliche Einladung der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung. Aber es war, wie ja jedem ersichtlich ist, aus humanitären Gründen notwendig, Herrn Nawalny auf Wunsch seiner Familie die Einreise nach Deutschland schnell zu ermöglichen. Der Transport von Omsk nach Berlin wurde von privater Seite organisiert, ebenso die Unterbringung in der Charité. Und es war klar, dass nach seiner Ankunft hier Schutzmaßnahmen getroffen werden mussten. Schließlich handelt es sich um einen Patienten, auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist. Es ist dann im Gespräch der Fachbehörden entschieden worden, der Schnelligkeit halber erst einmal den Bund diese Aufgabe übernehmen zu lassen. Und das heißt eben das BKA. Und dafür gibt es eine rechtliche Grundlage im BKA-Gesetz. Damit ist die zweite Frage online von Herrn Gluckroft auch beantwortet. Wollten Sie noch ergänzen? Nee, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Okay, dann bin ich bei diesem Themenkomplex bei Herrn Blank. Ja, Herr Seibert, können Sie sagen, wer die Behandlungskosten von Herrn Nawalny trägt? Nein, das kann ich Ihnen nicht. Also die Bundesregierung kommt da nicht auf oder die vielleicht ans Gesundheitsministerium kommt da irgendwie, also irgendjemand muss ja zahlen. Dann. Ich habe keine Informationen darüber für Sie. Können Sie das vielleicht noch nachtragen, weil die Transportkosten sind ja übernommen worden von diesem Mäzen. Genau. Ich würde mich jetzt zunächst mal auch an die private Seite richten, die den Transport organisiert hat, beziehungsweise an die Familie. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dazu etwas werde nachreichen können. Das Gesundheitsministerium hat auch keine Hinweise. Hier ist im Mikro an, das war noch außen, Entschuldigung. Wir legen dazu keine Informationen vor. Ich habe dazu noch eine ganze Reihe an Fragen. Ich habe sie registriert und nehme sie nach der Reihe dran. Herr Warwick hat die nächste Frage. Warwick, RT, mich würden noch mal die protokollarischen Grundlagen interessieren des Transports von Herrn Nawalny im Bundeswehr-Intensivtransporter, begleitet von schwarzen Limousinen mit Blaulicht und Polizei-Motorrad-Eskort, also Bilder, die man von Staatsbesuchen kennt. Können Sie da noch mal ausführen, genau auf welchen protokollarischen Grundlagen das erfolgte? Unsere Staatsbesuche fahren wir nicht im Rettungswagen vor. Es minus ist Rettungswagen, minus Rettungswagen. Offensichtlich, dass aus humanitären Gründen es notwendig war, dem Wunsch der Familie zu entsprechen und Herrn Nawalny nach Deutschland, in die Berlin, in die Charité zu transportieren und dass dann ein Transport so organisiert wurde, dass er dem im Koma liegenden Patienten möglichst wenig Schaden anrichtet und dass er möglichst schnell und sicher in die Charité kommt. Das, denke ich, versteht sich. Noch eine Nachfrage. Wenn ich Ihre Antwort auf die Frage des Kollegen von der ARD richtig verstanden habe, haben Sie den Status von Nawalny als Kanzlerin-Gast bestätigt? Da würde mich interessieren. Dann haben Sie es falsch verstanden. Das heißt, Sie haben das hat ja auch das ZDF beispielsweise explizit so berichtet. Sie würden das also dementieren. Herr Nawalny hat nicht den Status als Gast der Kanzlerin.
Ich habe das doch gerade ganz deutlich gesagt. Die Bundeskanzlerin hat, wie auch der französische Präsident, in ihrer ersten Reaktion in Brégançon gesagt, wenn es den Wunsch der Familie gibt, dann wird Deutschland bereitstehen, um die notwendige medizinische Versorgung dieses Mannes, auf den mutmaßlich ein Giftanschlag verübt worden ist, sicherzustellen. Der Wunsch der Familie bestand. Die Reise von Omsk nach Berlin ist von privater Seite organisiert worden, wie auch die Unterbringung in der Charité. Aus unserer Sicht war es klar, dass es da eine Notwendigkeit gab, Herrn Nawalny Schutz zukommen zu lassen während seines Aufenthalts in der Charité. Und in der schnellen Absprache unter den Behörden, unter den Fachbehörden, ist man übereingekommen, dass das zunächst einmal von Seiten des Bundes, sprich des BKA, gemacht werden muss. Jetzt bin ich bei Herrn Delves. Wenn es gerade passt. Herr Seibert, ganz kurz nochmal wie jetzt eigentlich die Kommunikation läuft mit dem Krankenhaus. Also läuft das über das Bundeskanzleramt oder über das Gesundheitsministerium? Nein. Ich habe es vorhin gesagt und ich sage es gerne nochmal, es ist ausschließlich Sache der Ärzte, der Charité, der behandelnden Ärzte und oder der Familie, über den Zustand des Patienten, über die Untersuchungen und die Diagnosen Auskunft zu geben. Das werden Sie nicht von uns hören. Das heißt, noch eine Nachfrage. Sie können uns auch nicht sagen, wann man da mit einem ersten Bericht rechnen kann. Das läuft alles übers Krankenhaus. Richtig. Und die Bundesregierung ist da nicht involviert. Richtig. Dann bin ich bei Herrn Gavriles. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Ablauf, zu dem Abflug und der Verzögerung. Kreml-Medien verbreiten Informationen, dass diese große Verzögerung angeblich des Abfluges der Maschine, die sei wegen der deutschen Piloten entstanden, aufgrund der Ruhezeit zwischen den Flügen, und die Opposition in Russland behauptet, dass der Geheimdienst FSB möglicherweise und Ärzte daran schuld seien, um halt eben mehr Zeit zu brauchen, damit möglicherweise das Gift im Körper zerfalle. Was für Erkenntnisse über diese Verzögerung hat die Bundesregierung? Woran lag es? Ich habe dazu keine Erkenntnisse mitzuteilen. Ich kann nur wiederholen, der Transport von Omsk nach Berlin ist privat von dieser Nichtregierungsorganisation organisiert worden, und was die zeitlichen Abläufe betrifft, müssten Sie sich an die wenden. Dann bin ich bei der Kollegin ganz rechts hin. Ja, Tonia Mastroboni, La Repubblica. Ich wollte noch mal fragen es gab Meldungen über eine Sendung, in der der finnische Präsident Di Niinisto erzählt hätte, er habe einen Anruf von der Bundeskanzlerin bekommen zum Fall Nawalny, und daraufhin habe er Wladimir Putin angerufen. Das klingt ein bisschen nach einer sozusagen Vermittlerrolle der finnischen Präsidentschaft in dieser Sache. Ich wollte genau wissen, wie die Regierung an diesem Freitag, an dem eben der Flug zurück nach Berlin verzögert wurde, was die Regierung gemacht hat aktiv und warum zum Beispiel Merkel nicht direkt Putin angerufen hat. Zweitens wollte ich wissen, es gab gestern Meldungen, also die Sprecherin von Nawalny hatte gemeldet, sie würde um 18 Uhr noch mal sagen, was genau alles passiert ist und so weiter. Es gab ja diesen etwas beunruhigenden Bericht in einer russischen Zeitung, der ganz genau den Ablauf von Nawalny in Sibirien erzählt hat. Und daraufhin wurde alles gestrichen. Und da frage ich mich auch, hat die Bundesregierung vielleicht, weil sie eben so stark unterstrichen haben, dass nur die Familie und nur die Charité über die Gesundheit von Nawalny berichten sollte, gab es da eine Moral Suasion, sagen wir mal so, von der Regierung auch auf die Sprecher und auf das Team von Nawalny? Danke. Also erstens habe ich die Worte des finnischen Staatspräsidenten nicht zu kommentieren und habe Ihnen hier auch keine weitere Auskünfte über Gespräche der Kanzlerin zu geben. Und die zweite Frage habe ich nicht ganz verstanden. Es erscheint mir doch vollkommen logisch beinahe, dass über den Zustand des Patienten, über die Ergebnisse der Untersuchungen nicht die Bundesregierung, sondern die behandelnden Ärzte und das Krankenhaus informieren. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Wir sollten diese Information abwarten. Sie wird kommen. Herr Benzili hat gestern zum Beispiel erzählt. Herr wer?
Herr Bizzilli von Cinema for Peace, hat gestern im Detail erzählt, Herr Nawalny ging es sehr, sehr schlecht und er könne in den nächsten Monaten auch keine politischen Aktivitäten mehr machen. Das heißt, danach war ein, sozusagen haben sich alle gefragt, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Und dann kam diese, diese Tweet von seiner Sprecherin, die meinte, um 18 Uhr klären wir alles. Dann wurde die gestrichen, also es war ein bisschen alles geheimnisvoll und wie gesagt. Ja, aber das scheint mir doch zwischen der Sprecherin von Herrn Nawalny oder der Familie von Herrn Nawalny und dem Chef dieser Nichtregierungsorganisation sich abzuspielen. Das kann ich nicht kommentieren. Ich würde jetzt zur nächsten Frage übergehen, weil noch mehrere zu diesem Thema sind. Herr Jessen. Ja, vielen Dank. Es geht um die Einschätzung von Herrn Nawalny in seiner Rolle als politische Opposition. Das wird im Moment kommuniziert und wesentlich wohl auch bewertet, als dass er eben der wichtigste Oppositionsführer sei, dass er Kritiker von Kreml und Oligarchen sei. Gleichwohl, und das ist ja kein Geheimnis, Herr Nawalny in der Vergangenheit auch immer wieder durch rassistische und rechtsnationalistische Positionen aufgetreten. Meine Frage ist, spielt das bei den Aktionen, bei der Bewertung in irgendeiner Weise noch eine Rolle oder tritt das jetzt alles hinter die humanitären Aspekte zurück? Also ich glaube, ich würde in diesem Fall einfach sagen, Letzteres. Wir haben, ich glaube, Herr Seibert hat das auch am Freitag ausgeführt, es geht in der jetzigen Situation überhaupt nicht um eine politische Bewertung des innenpolitischen Handelns einzelner Persönlichkeiten, sondern es geht jetzt um den Gesundheitszustand von Herrn Nawalny. Ich stelle die Frage schlicht und einfach deswegen, weil wenn man Diskussionen auch in sozialen Medien verfolgt, dann wird da und auch zunehmend schon gefragt, es wird einfach danach gefragt, nimmt man diesen, also es ist über andere gesagt worden, sie seien keine lupenreinen Demokraten, das trifft vielleicht für Herrn Nawalny dann auch zu, aber das ist der Bundesregierung alles bekannt, aber spielt im Moment keine Rolle, das sehe ich so richtig. Der Grund, aus dem Herr Nawalny sich in Berlin befindet und aus dem die Bundesregierung diese, wie gesagt, private Initiative unterstützt, ist humanitär. Und das ist sein Gesundheitszustand. Ich will noch zwei letzte Fragen zu diesem Thema nehmen, Herr Warwick, und bitte nur eine Frage. Bitte nur eine Frage. Gut, dann müsste ich mich ja fast entscheiden. Aber gut, dann vielleicht die Frage von Herrn Jessen trotzdem nochmal aufgreifen. Das ist ja jetzt sozusagen schon ein relativ exemplarischer Fall. Wir hatten ja auch schon die entsprechenden Limousinen und die Begleitung angesprochen. Da würde mich interessieren, wäre die Bundesregierung denn bereit, ebenso entgegenkommend zu agieren im Fall von Edward Snowden, wenn der sich ernsthaft vergiften würde in Moskau und dass das BKA dann ein Zugriff der CIA verhindert, auch entsprechende BKA-Kräfte vor die Charité stellt. Herr Warnweg, wenn ich Sie korrigieren darf, der Verdacht ist ja nicht, dass Herr Nawalny sich ernsthaft vergiftet hat, sondern dass jemand Herrn Nawalny ernsthaft vergiftet hat, wofür es leider in der jüngeren russischen Geschichte den ein oder anderen Beispielfall gibt. Deswegen nimmt die Welt, denke ich, diesen Verdacht sehr ernst. Und im Übrigen würde ich jetzt nicht spekulieren und hypothetische andere Fälle aufmachen. Dann bin ich zum Abschluss bei dem Kollegen. Ja, eine Frage an das BMI. Bleiben die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen an Charité für die gesamte Dauer seines Aufenthalts im Krankenhaus bestehen oder lassen Sie eine Situation zu, wo diese Maßnahmen abgebaut werden? Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir öffentlich zu operativen Einsätzen des Bundeskriminalamts, insbesondere was Schutzpersonen angeht, keine Auskünfte erteilen. Dann würde ich diesen Themenkomplex abschließen. Herr Warwick, Sie hatten jetzt, aber Sie hatten ausreichend Fragen dazu, würde ich mal behaupten. Eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Und zwar hat die Bild-Zeitung berichtet, dass nach Ihren Informationen deutsche Sicherheitskräfte die Information angeblich manipuliert hätten, dass Nawalny in Schönefeld ankommen sollte. Das wurde öffentlich verlautbart. De facto soll er aber im militärischen Teil von Tegel gelandet sein. Da würde ich nur wissen vom BMI, ob Sie diese Berichterstattung bestätigen können.
Deutsche Sicherheitskräfte haben in der Vergangenheit keine Informationen manipuliert und tun das in der Gegenwart nicht und in der Zukunft nicht.